dachte, dann weiß ich nicht, wer von euch schon eine von solchen Überschriften hier gelesen hat. Ich mache noch mal ein bisschen größer. Können Sie mal durchschauen. Es ist witzig, es sind alles relativ ähnliche Überschriften von völlig unterschiedlichen Zeitungen. Also hier bei der Welt: Was tun, wenn Papa an Weihnachten den Klimawandel leugnet? Stern schreibt: Mein Vater ist Corona-Leugner, was mache ich an Weihnachten? Spiegel schreibt: Heikle Familiengespräche unterm Baum, so diskutieren sie an Weihnachten mit dem rassistischen Onkel. ZDF schreibt: Konflikte an Weihnachten, Verschwörungsmythen, wenn Opa schwurbelt. Stuttgarter Zeitung schreibt: Was tun, wenn der Onkel Verschwörungstheorien erzählt? Und Rheinische Post schreibt: Familientreffen zu Weihnachten, Schwurbler unterm Tannenbaum. Also, es würde mich freuen, wenn meine Familie so aufgestellt wäre: Hey, der Opa schwurbelt, der Onkel schwurbelt, nochmal der Onkel, der Vater, alle am Schwurbeln. Nur die Männer, oder? Schwurbel. Ja, ich Schwurbelception, finde ja. das grundsätzlich sehr sexistisch, Ja, stimmt. weil da Frauen wohl die Fähigkeit zu schwurbeln einfach abgesprochen wird. Ja. Kommen da Als gar nicht dran könnten vor. Fühle Frauen mich nicht nicht angesprochen. genauso gut beziehungsweise vielleicht sogar besser schwurbeln. Ja, stimmt. Warum sieht Papa aus wie eine Frau? Genau. Ja, wir haben gedacht, wir lesen uns vielleicht einen von den Artikeln mal durch. Und gerade den von der Rheinischen Post. Wir haben gesagt, wir machen jetzt nichts zu Corona, weil wenn wir es auf YouTube hochladen, wird es wieder alles gestrikt. Irgendwie darf man nichts Corona-Kritisches sagen auf YouTube. Ja, Rheinische Post. Schwurbler unterm Tannenbaum. Düsseldorf. Klimawandel, Asylpolitik, Nahostkonflikt. Die Nachrichtenlage bietet jede Menge Streitpotenzial zum Familienfest. Wenn Opa, Tante oder Großcousin mit absurden Thesen provozieren, gilt es, Haltung zu zeigen, wie das friedenswahrend gelingen kann. Von Julia Rathke. Kam heute raus. Immerhin darf ja auch die Tante schwurbeln. Immerhin auch die Tante. Was steht unter dem Bild? Fingerspitzengefühl? Fingerspitzengefühl bei Familientreffen ist gerade zu Weihnachten gefragt. Ja, man Oh. darf keinen Safe Space ruinieren, ne? Ja, am besten lädt man die ja sonst gleich im Voraus aus. Schwurbler müssen auf seriöse Informationsquellen verwiesen werden, wie zum Beispiel die Öffis. Ja, genau. Weihnachten ist das Fest der Liebe und das ist der unausweichlichen Familienzusammenführungen. Da kommt der Onkel aus dem Norden, die Oma aus dem Pflegeheim und die Cousine zweiten Grades aus ihrem Auslandssemester. Da treffen nicht nur Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und äußeren Umständen aufeinander, oft liegen auch innere Überzeugungen weit auseinander und sogar diametral gegenüber. Und längst nicht an jeder Kaffeetafel bleibt es bei gesichtswahrendem Geplänkel über Wetter, Hobbys oder die nächsten Urlaubspläne, obwohl manchmal gerade weil man sich so selten sieht. Also, ich kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Klar, man sieht Familie, die man sonst jetzt eher vielleicht nicht sieht. Ist es bei Aber euch so? Also, wir lebt, sehen tatsächlich nur die Familie, ja. die wir immer sehen. Ja, ich habe schon Verwandtschaft von weiter her. Und die kommt zu Weihnachten. Wir fahren auch mal hin. Okay. Aber da geht es irgendwie nie um Politik, da geht es dann eher darum, und wie läuft es bei dir da? Echt? Leben, Also, eigentlich geht es bei uns, Beziehung. irgendwann kommst du zwangsläufig auf irgendwas Politisches, immer. Ja, Also bei es uns geht in gibt die es das auch Richtung, aber nicht. nie, dass man sich drüber streiten würde. Und man kennt eigentlich auch von jedem, zu jedem kritischen Punkt, die Ansicht. Also die unterscheidet sich auch tatsächlich sehr oft, sehr extrem. Du kannst dich nicht annähern bei manchen Themen. Da muss man einfach akzeptieren und man redet irgendwann auch nicht mehr wirklich drüber. Man streift dann mal ein Thema, dann sagt man, ja, passt. Genau bei den, sag ich mal, älteren Leuten. Ja, die beziehen ja alle Informationen aus den Öffentlich-Rechtlichen. Dann nickt man einfach nett und sagt, ja, passt. Oder wie ist das für euch? Versucht ihr noch zu bekehren oder müsst ihr überhaupt bekehren oder habt ihr alle die gleiche Meinung? Ich mache immer meine Kuchentaktik, wie immer. Kuchen? Kleine Häppchen. Ach so, sagen, du kriegst den Backpäckchen. Kuchen nur, wenn du meiner Meinung bist. Nein. Immer so kleine Dinger hinschmeißen. Wie Ah. findest du das? Ah, okay, also gibst du mir doch recht. Und dann am Ende kommt, ja, dann wähl doch die AfD. Der Kammerschreib war bei uns auch immer so und dann gehen die Leute nach und nach. So wird man Gäste los. Oh, okay, also nicht so gut gelaufen bei euch, oder was? Ja, ich weiß nicht, was sind denn so die Streitthemen? Also eins ist bestimmt Corona, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Da scheiden sich die Geister. Ich würde schon sagen, das ist auch Gendern zum Beispiel. Echt bei uns gar nicht. Also sind uns alle einig, dass Also Gendern sinnbefreit ist? das Argument fürs Gendern ist ja immer, es tut ja keinem weh. Nö, also bei uns sind wir alle einer Meinung, dass das richtig dumm ist. Ja, das
dumm ist, aber es tut ja keinem weh und man könnte ja andere Leute damit was Gutes tun oder so. Fest der nächsten Liebe, Mäsche. Ach, da gibt es bei euch echt welche, die sagen, ist doch nichts Schlechtes, kann man mehr machen. Ja. Oh, okay. Nee, davon bin ich verschont. Bei uns ist halt das Thema Klima. Aber Strong hält erst noch. Habt ihr jemanden mit Gendern? Nein, tatsächlich nicht. Also ich kenne das von Familienfeiern auch überhaupt nicht. Über Corona möchte mit mir niemand mehr diskutieren. Verstehe überhaupt nicht, warum. Ich wäre da sehr offen und bereit, aber es gibt da, denke ich, irgendwie mangelndes Interesse. Mhm. Keine Ahnung, wieso. Thema Klimawandel? Aber ansonsten... nee, das ist bei uns der größte Streitpunkt bei meiner Familie. Sowas kommt da bei uns eigentlich gar nicht auf. Bei uns sind so... kommt irgendwann der Punkt, da wird dann... das Best-of-Familiengeschichten von früher ausgepackt und das geht dann den Rest des Abends. Also so ein Best-of. Und das ist immer sehr amüsant und es wird dann nur noch drüber gestritten, wie das jetzt wirklich war. Und da muss man sich nicht... ich frage mich sowieso, wer setzt sich mit seiner Familie zusammen, die ja unter Umständen Wochen, Monate lang nicht gesehen hat und diskutiert dann echt an Weihnachten über Politik. Ja, wie gesagt, bei uns, also... Keiner aus dem Kreis, der da kommt, den habe ich länger als 2 Wochen nicht gesehen. Also deswegen. Okay. Es ist eher so Alltag. Was auch immer ein beliebtes Thema ist, ist die Energiewende, also Atom. Oh ja. Und Windkraft. Ja, das zähle ich zu Klima. Gerade weil hier überall irgendwelche Windräder hingebaut werden sollen. Ja. Ja, und letztes Jahr war natürlich auch Russland. Da bin ich froh, dass das vorbei ist. Ja, der kommt dann aber Israel und... Nee, das interessiert sie nicht. Ich glaube, das wird ja auch im letzten Teil jetzt nochmal beispielhaft angerissen, ja, in den abgesteckten Grenzen des sich vermeintlich nie verändernden Heimatortes wirken Weltthemen ohnehin meist obskur. Wo wird der nächste Neubau hochgezogen? Welche Gaststätte muss für immer schließen? Wer aus der Nachbarschaft hat sich scheiden lassen? Also tatsächlich dieses mit dem, dass gerade so viele Betriebe schließen, ist auch immer ein Riesending bei uns. Da sagen auch wirklich alle geschlossen, egal welche von den beiden Familien, sagen alle, dass die Politik da richtig schlechte Arbeit geleistet hat. Da sind sich irgendwie auch alle einig. Das sind die Themen des Tages. Der kleinste gemeinsame Nenner. Verwandtschaftliche Beziehungspflege, doch auch die großen Fragen dringen durch in den Alltag. Wie gehen Kommunen in Zukunft mit Geflüchteten um? Sag mal, wie ist bei euch das Thema Flüchtlinge ein Thema? Nicht wirklich, da gibt es zu viele harte Fakten, die man nicht weg... kann. Also da habe ich tatsächlich auch schon Millimeter um Millimeter immer wieder gesagt, habt ihr diese Nachricht gelesen? Habt ihr die gehört? Habt ihr die gehört? Und ja. Die gehen mittlerweile alle mit, dass sie sagen, es sind einfach zu viele Flüchtlinge und zu viele, die sich auch nicht integrieren wollen. Wir waren auch vor einigen Wochen, da gibt es immer in Stuttgart einen großen Flohmarkt, waren wir. Und da waren so viele BIPOX, nenne ich sie jetzt mal, die sich auch völlig asozial verhalten haben. Und ich habe keine Möglichkeit ausgelassen, meine Eltern darauf hinzuweisen. Die fanden es auch richtig asozial. Also ich glaube, bei dem Punkt sind wir uns alle einig. Da konnte ich ein bisschen Arbeit leisten. Beim Thema Klima komme ich einfach nicht weiter. Ich denke auch, dass sich meine Familie da an dem Punkt sehr einig ist. Aber das wird nicht zum Thema gemacht. Also da hält man schon hinterm Berg und möchte wohl einfach an Weihnachten unangenehme Themen vermeiden. Okay. Also achtet ihr quasi darauf, dass es halt schon eher so um familiäres geht? Ja, so ab und zu lässt jemand mal so rausblitzen, wo man dann direkt weiß, wir sind einer Meinung. Also richtig auf den Tisch bringt es halt niemand. Ja. Das wird sich scheinbar nicht getraut. Aber du wirst auch sagen, ihr seid euch nicht bei allem einig. Mhm. Weil sonst müsste man es ja auch nicht diskutieren. Ne? Also wir haben ja auch diesen Einfall. Ja. Kommt, denke ich, auch aufs Thema an. Ja, also wir haben uns zum Beispiel in einem Familienstamm, da sind wir uns bei allem einig. Da wird halt mal wieder eine Aussage fallen gelassen, was passiert ist. Aber ich meine, groß diskutieren muss man darüber nicht, weil wir uns eh alle einig sind, dass das Mist ist. Ja. Ja, es kommt auch tatsächlich drauf an, mit wem man diskutiert. Ist ja nicht jeder derselben Meinung, nur weil es jetzt die gleiche Familie ist. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Ja, das stimmt. Genau. Wer kann Putin stoppen? Ich weiß gar nicht, der Artikel ist jetzt ja wirklich von heute. Wer unterhält sich noch über Putin? Ich meine, wann hat man das letzte Mal was von der Ukraine gehört? Das ist doch jetzt vorbei, dachte ich. Wie kann der Nahostkonflikt gelöst werden? Eine Gelegenheit, seine persönlichen Standpunkte zu vertreten, ist das Weihnachtsfest allemal. Ob es so sinnvoll ist, was anderes. Nicht selten sind es die spitzen Anmerkungen, die schrillen Töne, die dann sofort anklingen. Oh, glaubst du, da gibt es echt Familien, die schreien sich an Weihnachten?
Definitiv. Weniger leise Aber das ist auch wieder Vernunft, das. sachlicher Austausch. Das wäre echt schade. Ist auch wieder das Problem, es wird halt alles so politisiert. Es kann nirgendwo mehr irgendwie was Friedliches stattfinden, ohne dass sie irgendwelche Reibereien stattfinden über politische Ansichten. Ja, ich finde es eigentlich auch okay. Also ich meine, du willst dich vielleicht auch mit Verwandten, die du jetzt schon länger nicht gesehen hast, mal zu sowas austauschen, gerade wenn du die Meinung von denen halt nicht kennst. Aber man sollte halt auch die andere Meinungen akzeptieren und dann nicht gleich, sag ich mal, canceln. Das hatten wir ja auch schon mal im Video. Hattest du mal erwähnt, Werden. Blackie, dass sie die dann Ja. direkt aus ihrem Leben rausschneiden, wenn sie eine andere Meinung haben. Weil das ist toxisch. Ja. Was tun, wenn der eine Onkel, die eine Großcousine am Festtisch rassistische, gar antisemitische Bemerkungen macht? Die Gastgeber schnell in die Küche entschwinden, Sitznachbarn hilflos auf andere Themen lenken. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Allem rassistische und antisemitische Bemerkungen, das in einem Satz wieder zu schreiben, Vor ne? allem, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist dann der eine Bruder schwarz und den beleidige ich, weil er schwarz ist? Hä? Oder einfach generell über eine dritte Gruppe redend, die nicht am Tisch ist und ich finde das nicht in Ordnung als Familienmitglied. Wahrscheinlich eher so. Ja, stelle ich mir ziemlich cringe vor. Ja, Gerade sehr. in diesen Zeiten gilt, Schweigen ist die einfachste, aber im Grunde die schlechteste Option. Ah, das Gift des Hasses, auch wenn er nicht Wort. so, nicht so gemeint oder gewollt Gift. sein mag, ist richtig komisch geschrieben, darf sich nicht weiter ausbreiten. Okay, also der Hass geht natürlich nur von einer Seite aus, ist klar. Gegenhalten ist das Gebot der Stunde. Nicht um jeden Preis, nicht bis zur Eskalation. Das kann zu Weihnachten niemand wollen. Und trotzdem, also die sagen doch gerade, sie sind ja die, die quasi die antisemitischen Bemerkungen nicht gut finden. Dieses ha Hass-Sprech. Aber sie wollen es friedlich, aber sie dürfen es auch nicht so stehen lassen. Sie widersprechen sich ja so oft gerade in dem Absatz. Und trotzdem Vielleicht darf ist wieder. das so wie beim Ja? Schlangenbiss, direkt das vergiftete Familienmitglied amputieren. Bevor Schlimmeres Aussaugen. passiert. Aussaugen. Auflaus. Mal zu fesseln und dann. Oder wie? Aussaugen. Aussaugen, okay. Okay. Und trotzdem darf widersprochen werden bei falschen Fakten, bei menschenverachtenden und diskriminierenden Sprüchen. Oh, Du, wenn das, ich. da geht es ja schon los mit Sprüchen. Du darfst ja nicht mal mehr irgendeinen Witz machen. Das fängt ja bei Frauenfeindlichkeit wahrscheinlich an und geht bis, keine Ahnung. Also würde ich mir vorstellen, ich hätte wirklich so eine Familie, das wäre wirklich traurig. Also bei uns ist alles okay. Man sagt es halt als Scherz, also es ist gut, dass unsere Familie noch Scherze versteht. Ja, Junge, Junge, diese Familie, die ich mir gerade in meinem Kopf zeichne, da möchte ich nicht drin, ja, da möchte ich die drinstecken. Die Autorinnen Pia Lamberti und Katharina Nordschun haben sich damals anlässlich der Corona-Krise in ihrem Buch mit Extremfällen beschäftigt. Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ist eine hilfreiche Handreichung, um die Beweggründe von Schwurbler nachvollziehen und auch mit ihnen umgehen zu können. Das will Oh, ich das jetzt würde mich mal mal lesen. interessieren. Ja, wie die mit denen umgehen. Ja, Ja. weglaufen und irgendwie. Du sollst keinen Hass sagen. Ist das Umgehen? Ja, vor allem, was ist das für eine Herangehensweise? Ist ja eine richtig wissenschaftliche. Was ist mit Hey, ich gesundem kenne noch einen. Menschenverstand? Der, hier wird gefragt, ich kenne noch basierte Lehrer, ja. Es gibt sie noch. Ja, weil du die so kennst oder weil meine Schulzeit ist schon lange vorbei. Ich kenne zwei so. Die sind noch basiert. Weil man hört ja Sind auch, aber auf sag ich mal. Naturwissenschaft. Ja gut, Naturwissenschaften sind based, weil was ich jetzt schon oft gehört habe hier aus der linken Bubble mit Dara und so, die sind ja auch alle Lehrer. Das Seine sind. Kindergärtner. Ich habe Lehrer gehört. Pädagogen, Keine nennen Ahnung, wir ich sie glaube, das Pädagogen. Kinder. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich da mein Kind hinschicken müsste, hey. Aber im Zweifel weißt du Nee. es ja nicht, was das für einer ist, ne? Vorher Das abchecken. macht einem Angst. Ja. Ja, nun ist nicht jeder, der antisemitische Bemerkungen macht, tief in der Verschwörungswelt unterwegs. Ja, vielleicht ist er einfach ein Nazi. Genau. Die Ratschläge für den Umgang sind aber ähnlich. Ist da quasi der gleiche Schlag Menschen. Um zu verstehen, ob es ein tiefer liegendes Problem gibt, die Haltung an ein Rückzug oder gar eine Flucht aus der Realität sind, helfen Fragen wie: Woher hast du das? Wie lange glaubst du das? Was glaubst du genau? Als ob die Rechten jetzt die wären, die keine Quellen hätten.
Gemeinsam Quellen abgleichen, ohne sein Gegenüber mit Argumenten zu überfrachten, sei hilfreich, rät Katharina Notschun. Freundlich und sachlich bleiben, komplexe Dinge runterbrechen, aber auch keine Wunder erwarten. Zu heftige Diskussionen können ins Gegenteil umschlagen, dass Menschen ihre Meinung verfestigen. Dann hilft eine Pause, ein Rückzug, vielleicht ein Spaziergang. Oh. Nee, ist aber Nazi. Sie hat Spaziergang gesagt. Ja, das darf man nicht mehr. Und wandern auch nicht. Ja. Nicht im Wald. Ist ja eigentlich witzig, ne? Dass sie eigentlich genau das beschreibt, wie es die Konservativen tun. Naja. Weil eigentlich haben sich ja, na gut, eigentlich haben sich beide Lager verfestigt, ne? Du kannst eigentlich nicht wirklich mit irgendwem von beiden sprechen. Ich glaube, das war's. Nee, da geht's noch weiter. Hier unten. Was war das für eine Umfrage? Frage der Woche: Soll die EU das Individualrecht auf Asyl abschaffen? Ja, spaced. Okay. Hast du gut gemacht. Es wird kaum eine Familie geben, bei deren Festen niemals rassistische, sexistische oder andere diskriminierende Dinge gesagt werden. Ist, ja, richtig. Ist laut und sexistisch. Weil manche Familien haben Humor. Richtig. Alle witzigen Witze sind ja quasi eins dieser drei Kategorien. Die Sprüche aber werden vielleicht weniger werden, je mehr Widersprüche und Widerstände es im Kleinen gibt. Vielleicht werden sie von Familienfesten aber nicht gleich aus den Köpfen verschwinden. Veränderungen, Fortschritte der Zivilisation brauchen Zeit und Kraftanstrengung. Ach, das heißt also, deren Meinung ist die richtige. Also wenn du dich quasi als Mensch weiterentwickelst, dann kommst du irgendwann zu deren Standpunkt, dass das alles schlecht ist. Oder wie? Naja, gleich mal schön geframed. Sie müssen gleichwohl nicht in erbittertem Streit erzwungen werden, einen handfesten Familienstreit riskieren. Aber Kulturkampf beginnt eben auch am Küchentisch. Der Kulturkampf. Kulturkampf und nicht Klassenkampf. Das war es jetzt mit dem. Ja, genau. Was schreiben in die Kommentare? Vielleicht wäre es geschickter, wenn alle sich an bestimmte Regeln des Respekts und der Wertschätzung halten. Der Ausdruck Verschwörungstheorie Schwurbler suggeriert, dass man unliebsamen Ansichten nicht durch Argumente, sondern durch Ausgrenzung auflöst. Eine inzwischen so übliche Methode, dass sie jeder für vollkommen gerechtfertigt hält. Wenn gleich eine Meinung als rassistisch wahrgenommen wird, dann wird niemand sofort zum Rassisten. Genau. Man entgegnet dann schlicht, ich empfinde deine Meinung als rassistisch. Nennt sich eine Ich-Botschaft und signalisiert die eigenen Gefühle. Ja, weil theoretisch kannst du ja subjektiv alles irgendwie als Beleidigung sehen. Dann dürfte man ja überhaupt gar nichts mehr sagen. Richtig. Ja, based. Wolfgang Krause. Von dem Wolfgang Krause. Ja, das war das. Also wie gesagt, ich fand es lustig, weil eben diese vier Zeitschriften alle sowas Ähnliches geschrieben hatten. Ne? Als wenn sie sich abgesprochen hatten, als ob es ein Meeting gegeben hätte. Meeting der Zentral, was? Schwurbler. Ja. Ja. Langweilig. Als ob die ÖRRs oder so sich absprechen würden.